Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Conan Exiles Age of Sorcery. Schön, dass ihr wieder reinschaltet, liebe Leute. Heute werden wir mal zur Abwechslung nicht bauen, weil, wie gesagt, es ist irgendwie eintönig, wenn jede Folge gebaut wird. Ich möchte heute unbedingt mal mit euch hier zu diesem Fragezeichen auf L7 auf den Hügel und dort versuchen, epische Rüstung, also epische mittlere Rüstung abzubekommen. Ich habe den, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat. Das war auf jeden Fall eine Antwort auf eine Frage von einem Zuschauer. Und die haben sich dann gegenseitig quasi in den Kommentaren unterhalten. Und genau, und da kam dabei raus, dass dort solche Rüstungsteile droppen. Und da möchte ich gerne mit euch hin. Aber vorher gucken wir nochmal hier zum Rad der Schmerzen. Ich habe jetzt Materialien zusammen gehabt. Uns fehlt es ja in der letzten Folge an diesen Eisenverstärkungen. Habe ich jetzt alles zusammen. Jetzt können wir das große Rad direkt daneben setzen. Und dann gucken wir direkt auch nochmal da rein in die Höhle. Und dann gehen wir mal dorthin zu diesem Punkt. Genau, ich hoffe, da ist das auch noch. Nach solchen Updates kann sich ja auch immer was verändern. Ne? Das ist ja dann auch so eine Sache. Weiß man nie, ob das dann tatsächlich noch so ist. So, mal gucken, wie groß das große Rad der Schmerzen ist. Ob wir das hier irgendwo hinkriegen. So. Ah ja, das ist ja gar nicht so viel größer. Oder ist das das gleiche? Nee, das ist das gleiche. Das ist nicht das, was ich wollte. Wo ist denn dieses große Rad? Ja, doch, das ist das schon. Sieht doch aber genauso aus. Oder ist das schon das große Rad? Egal, wir setzen jetzt einmal noch eins hier hin. So, ne, das sieht genauso aus, ne? Echt? Habe ich da damals schon das große Rad gebaut? Oder wie ist das? Oder bin ich jetzt einfach nur doof? Wartet mal, Leute. Wir gucken noch mal rein. Nee, das ist das große. Scheiße, Leute. Das ist das große. Egal. Dann nehmen wir, das bauen wir irgendwo anders hin. Jetzt bleiben wir hier bei dem mittleren. Halt. Packen hier noch die Samensuppe rein. Und dann gehen wir noch mal in die Höhle gucken. Mal schauen, was uns erwartet. So, ach Mist, die Maustaste habe ich immer noch nicht umgelegt. Sorry, Leute. Ja, ihr freut euch und ich freue mich auch. Das ist doch super. Ein Zweierkämpfer. Und was bist du? Auch bloß ein Zweierkämpfer. Alter. Zack, weg. Und den Bogenschützen erst recht, wie ich diese Bogenschützen hasse. So, du Blödmann. Taste jetzt davon. Vielleicht kriegen wir heute auch ein Pferd ab. Eigentlich weiß ich ja, wo Pferde sind, aber ich hoffe ja immer, dass mir einfach sowas zufällig mal über den Weg läuft, ne? Das ist irgendwie, wenn die Überraschung groß ist. Wenn die Überraschung groß ist, dann ist die Überraschung groß. Ein Zweier Rüstungsmacher. Hier wäre noch ein Gerber. Aber auch bloß ein Ein. Hallo, ich bin zu blöd zum Blocken. Hör auf. Nee, wenn, dann will ich wenigstens einen Dreier haben, Leute. Ja. So, zack, runtergeklatscht. Machen wir erstmal Heiltrank. Nein, da ist wieder ein Bogenschütze. Sind denn heute hier noch Bogenschützen unterwegs? Oh, was? Hau zu! Zack, weg mit dir. Brauchen wir nicht. Dann kommt ihr dreimal her. Oder seid ihr auch alle drei Bogenschützen? Da werd ich aber jetzt wahnsinnig. Kommt mal her, ja, nacheinander. Ich habe die Keule gar nicht ausgerüstet. So, Rüstungsmacher 1. Koch 1. Schluss damit. So, Bogenschütze. Klatsch. So, Tänzer. Ich glaube, die zwei da hinten sind immer Tänzer, ne? Das ist ein Kämpfer. Schade, Leute. Ich glaube, heute haben wir kein Glück. Ja, aber drei. Doch, den nehmen wir. Den nehmen wir, Leute. Was haben wir hier? Kämpfer. Und Priester. Wartet. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir den Gerber keine über die Rübe zimmern. So. Okay, alles klar. Jetzt schnell die Keule ausrüsten.
Aber warte doch mal. Hey. Hallo. Ey, Alter. Ich hab nicht... Ich drück die ganze Zeit Blocken. Jetzt hör mal auf, ey. Du bist aber aggro. So, komm, jetzt können wir dich verprügeln. Aber wenn ich Blocken gedrückt halte, rüstet er nicht die Keule aus. Gut zu wissen. Der macht aber einen Schaden, der Blödmann. So. Mann, 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 ey. Kommst du mit? Ich weiß, ihr seht nicht so viel, ne? Hab ich den jetzt? Jetzt hab ich ihn. Gut, Freunde. Haben wir den auch schon mal am Rad der Schmerzen? Sauber. Saubere Geschichte. Ich hätte zwar gern T4, aber... Ey, ein Dreiergerber ist auch geil. Bisher hatten wir ja noch gar keinen. Und da steht dann schon zumindest mal jemand am Fluss. Und das belebt ja auch dort die Ecke ein bisschen. So, ich muss nur mal auf meine Ausdauer achten. Ich weiß, Leute, ich weiß. Das ist nicht so einfach für mich. Aber ich muss es ja irgendwann lernen. Genauso wie das mit dem Blocken. Okay, dann du hier nein. Cool. Und Play drücken. Wie war denn eigentlich hier? Wie seid denn ihr unterwegs? Was hatte ich denn hier noch drin? Bekenner. Da ist wieder so ein Schwert. Hier ist ein Hammer. Hm. Ich weiß es nicht, Leute. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ob das jetzt einer ist, den ich an eine Werkbank setzen kann. Oder ob das tatsächlich wieder nur die zwei waren, die in den Tempel können. Genau. Jetzt schnappen wir uns einen Begleiter. Am besten die neue, dass sie auch mal ein bisschen levelt. Ach so, haben wir noch Rüstung für die? Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Und dann gehen wir langsam los. Dass wir heute mal noch ein bisschen was erleben. Stimmt, wartet mal. Ich habe noch zwei Wissenspunkte, oder? Genau, die mache ich jetzt auch noch hier rein. Und dann fehlt uns nur noch einer. Und dann können wir zwei mitnehmen. Ey, das ist cool. Das ist cool. Jetzt geht es natürlich langsam, richtig langsam mit den Leveln, ne? Weil wir ja doch jetzt schon ein bisschen höher sind. Und da dauert es alles ein bisschen länger. So, was wollte ich jetzt? Schon wieder ein Kopf sonst wo. Mein Gehirn ist Matsch. Das hauen wir erstmal rein. Das brauchen wir nicht mitschleppen. Das hauen wir rein. Wie sieht es hier mit Reparieren aus? Ist eigentlich alles noch okay. Ich muss auch nochmal zu dieser einen Spinne. Falls ihr euch erinnern könnt, die in dieser Höhle war. Denn die soll nämlich einen Helm droppen, den, wenn man den aufsetzt. Scheiße, jetzt habe ich die Gesundheitstränke gar nicht mehr hier, ne? Kacke. Wenn man den aufsetzt, dann, und Schaden bekommt, dann repariert die jeweilige Waffe, die man ausgerüstet hat. Das ist eigentlich ganz praktisch so bei den legendären Waffen. Theoretisch müsste jetzt hier was drin sein, ne? Ja, perfekt. So, das sollte reichen. Jetzt wird es natürlich finster, aber ist egal. Wir haben ja Licht unterwegs. Okay, Heilung haben wir. Diesen Sklaven wollte ich noch ausrüsten. Obwohl, dann nehmen wir einfach ein Batu mit, oder? Genau, wir nehmen ein Batu mit. Wie ist denn dein Fleischvorrat? Zeig mal. Inventar öffnen. 37 Stück hat er noch, das ist okay. Die Eisenbahn lasse ich auch mal noch hier und die Steine. Nö, das ist soweit okay. Ich habe ihm ja jetzt gegrilltes Steak gegeben, damit er ein bisschen Gesundheit aufbauen kann. Bei Stärke kriegt er ja eigentlich auch ein bisschen durch unsere Skillpunkte, ne? Deswegen erstmal noch einen Schluck trinken. Noch was essen. Sieht gut aus. So, kurz konzentrieren. Schild habe ich dabei, Keule habe ich dabei, Sichel braucht man eigentlich nicht, habe ich aber alles dabei. Hier das ganze Holz und den Müll können wir auch wegwerfen. Und das legen wir mal noch ab, das müssen wir ja nicht sinnlos mitschleppen. Ich hoffe ja, dass wir unterwegs ein bisschen Loot finden. Okay, 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 so, reparieren müssen wir erstmal nicht, obwohl, wie sieht es mit unserer Rüstung aus, auch noch alles okay. Naja, würde ich sagen, nehmen wir uns ein Batu und latschen los. Essen haben wir, Tränke haben wir, Licht haben wir. Und Frigga, du passt auf Kohl auf. Und Enbatu, du passt auf mich auf. Übrigens nochmal, ich weiß nicht, wer mir den Hinweis damals in den Kommentaren geschrieben hat, dass ich den Typen nicht auf mich bewachen soll, sondern auf alles angreifen. Aber jetzt haben ja ganz viele geschrieben, nee, mach mal nicht das mit dem alles angreifen, weil der sonst einfach Blödsinn macht. So, nee, wartet.
Weil man den dann schwer unter Kontrolle bekommt. Alle Gegner angreifen? Nee, bewache mich. Genau. So, haben wir erledigt. Los geht's. Wie weit müssen wir denn ungefähr latschen? Es ist schon noch ein ganz schönes Stück, aber... Ja, eigentlich nicht. Eigentlich geht's schnell. Wir müssen halt... naja, eine Runde joggen, sage ich mal. Okay, Gesundheit hatte ich mit. Gesundheitstränke, ne? Ah ja, wir können nebenbei ein bisschen leveln, dann... Ah, wir hätten noch einen Levelpunkt bräuchten wir, damit wir zwei Gefährten mitnehmen können. Naja, egal. Egal, Freunde. Jetzt ist finster, ne? Warte, ich mache hier eine Lichtmaske. Und trinke mal nebenbei beim Joggen einen Schluck Kaffee. Laufen wir in die richtige Richtung? Ja, das sieht ganz gut aus. Wir können ja mal so ein bisschen weg vom Wasser und mal so ein bisschen durchs Landesinnere. Vielleicht finden wir ja hier sogar was. Also was Spektakuläres. Da, die Aasgeier, wie sie warten. Wie sie warten auf Aas. Doch ich werde heute nicht sterben. Naja, gut. Könnte vielleicht doch passieren, ihr kennt mich ja. Ich habe übrigens ein bisschen geübt, ja? Also was Blocken angeht und was den Finger von der Shift-Taste nehmen angeht und so. Und weniger Rollen. Ich habe mich tatsächlich... Ich beschäftige mich ja mit den Problemen, ne? Sag mal, bin ich doof? Wir müssen da lang. Geil, wir latschen mal ein bisschen durchs Landesinnere, nicht am Fluss lang und dann kommt er wieder bei sich zu Hause an. Mann. Ach so, na eben, ist das hier nicht dieses... Da wo auch der... Oh, wie hieß denn dieser? Tarman heißt der, ne? Los, da klatschen... Da klatschen wir den hier mal eh nicht drauf. Oh, jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Scheiße. Hör auf damit. Ich muss... Ich hab mich verdrückt. Ich hab mich verdrückt, du Blödmann. Ach, ein Badu. Komm, geh drauf. Kann man den nicht so befehlen? Jörg. So. I will drink your blood. Den haben wir es aber richtig gegeben. Was habt ihr denn hier in eurer Kiste? Das hier nehme ich mit. Was blau leuchtet, sieht immer gut aus. Oder wartet mal, die Totenschädel, brauchen wir die auch? Ich weiß nicht mehr. Guck mal, ja. Ah, schön sieht das aus hier. Ja, wir sind noch richtig, Freunde. Da drüben ist ein Plateau. Wollen wir dort nochmal schnell gucken? Das scheint irgendwas zu sein, Leute. Waren wir da schon mal? Ach, da war ich schon mal. Plündererkoje. Bin ich wahrscheinlich offscreen mal rumgelatscht. Stimmt, das war, glaube ich, das, wo Tarman ist. Naja, lassen wir uns jetzt mal nicht ablenken. Laufen wir mal weiter. Und immer wieder Finger von der Shift-Taste. Ganz wichtig. Ja, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann geht's. Aber manchmal gibt es dann doch so Situationen, ne, wo viel passiert. Da macht mein schwaches Gehirn wieder Saitos. Und ist der Plural von Saitos Saitos? Weiß es gar nicht, wahrscheinlich. Ah, da oben ist dieses komische Schiff, ja. Was haben wir hier? Sieht interessant aus. Jetzt können wir die Maske schon mal da absetzen. Das sieht interessant aus, Leute. Waren wir hier schon mal? Was? Mithras Gleichmut. Irgendwo hier in der Nähe waren wir schon mal. Wir müssen aber da in Richtung Schwarze Hand, Leute.
Kommst du? Ja, du bist dabei. Enbadu lässt uns nicht hängen. Lässt uns nicht im Stich. Ja, ist heute mal ein kleiner Fußmarsch. Ist da aber auch mal schön. Todflüsterer Ruinen. Okay, haben wir was Schönes entdeckt? Ich finde ja diese Namen immer sehr, sehr geil. Todflüsterer Ruinen. Da oben ist dieses Schiff, ne? Oh, Spinne. Okay, jetzt bin ich kurz erschrocken. Wann macht die Spinne so Quietschgeräusche? Warte, ich helfe dir. So, der Getreue ist aufgestiegen. Das ist gut, da kriegt er ein bisschen Gesundheit. Du musst schon das Schild ausrichten, Beutel, sonst kannst du blocken, wie du lustig bist. Und ach ja, nicht wundern, dass ich jetzt das Spinnensekret nicht abbaue, das Mundsekret. Ich weiß, ich brauche das dann ganz viel. Ich werde ja oft dran erinnert. Aber Wegstation der Wächter. Was sind denn hier eigentlich? Einer Kämpfer? Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Noch ein Einer-Kämpfer, ein Zauberer. Oh, gut zu wissen. Okay, hier sind Zauberer. Noch ein Kämpfer. So, sonst noch was hier? Genau. Ich baue sowas meistens offscreen ab. Ich will nicht immer die ganze Zeit mit der Spitzhacke irgendwie gegen irgendwelche Sachen jetzt noch extra dazu hauen und mich vielleicht sinnlos vollmüllen mit irgendwelchen Kack, der dann in meinem Inventar die Reise verhindert. Ich meine, klar, hier geht es ja um Looten, aber Spinnen habe ich ja gleich bei mir zu Hause. Und weißt du, da spiele ich mal eine Viertelstunde. Ah, guck mal. Kann ich hier was? Ne, er hebt da. Er baut das Stroh ab. Ich dachte, in dem Tisch ist irgendwas. Hier ist was. Oh, you have found a sorcerer's Schroll. Das ist ein Zauberspruchseite. Da stand aber Schroll. Eine verblasste Seite, die dem Folianten hinzugefügt werden kann. Genau, was wollte ich sagen, dass ich an meiner Base da mal 10 Minuten kurz die Spinnen oben machen kann und dadurch, dass ich immer die dreifache Lootmenge kriege, ist das auch okay. So, Info. Es gibt nur wenige Zauberbücher, die erdacht, verfasst und abgeschlossen wurden. In der Regel entstehen sie nach und nach aus einem beinahe leeren Folianten, in dem einige grundlegende Zauber niedergeschrieben sind. Erlernt der Verfasser dann neue Zauber und Rituale, werden weitere Seiten hinzugefügt. Und aus dem Buch wird mehr. Ein tragbares Archiv arkaner Weisheiten und Macht. Diese mit nachtschwarzem Blut beschriebene Seite könnte auch zerlegt werden, um die wertvolle Tinte zu gewinnen. Okay, wir haben eine Zauberspruchseite, die ich offensichtlich an dem Zaubertisch irgendwie umwandeln kann. Das ist geil. Gut zu wissen, also da, wo so eine Zauberdinger sind hier, so eine Altare, hier liegt auch noch ein Büchlein. Nee, kann ich nicht aufheben. Hör mal auf, ich bin... Ich wollte gerade sagen, ich bin zu faul zum Blocken. Danke, Enbar, du hast es gut gemacht. Da war er aber gerade, wartet mal hier. Hier war doch irgendeine Höhle, wo die Spinnen waren, oder? Ja, hier ist eine Höhle und dort drüben ist auch eine Höhle. Vielleicht ist das so eine, guck mal, dort und hier. Vielleicht ist das so eine durchgängige. Wollen wir mal durchgehen, wenn die durchgängig ist? Falls die durchgängig ist. Oh, oh. So, blocken. Das war ja super geblockt. Meine Fresse, du. Okay, das mit den... Mit den Kommandos geben, was hier mein Kumpel angeht, das habe ich noch nicht so drauf. Ich glaube, ich muss nur einmal E drücken und ich drücke immer mehrmals, weil ich Angst habe. Weil ich nervös bin. Oh, wie viele Spinnen sind denn hier? Was ist hier los, Leute? Enbadu ist heute gut drauf, Leute. Oh, war da eine große?
Müssen wir mal wieder eine Bossspinne machen? Ist das so, Leute? Dann lege ich mir aber hier mal ein paar Säfte runter. Ne, das sind nur mehrere kleine, keine große. Und die waren aber schnell kaputt jetzt. Envato, du darfst ruhig ein bisschen mitmachen. Ach, und das muss ich mir auch merken. Oh, hier unten sind Skelette. Oh, ich habe die falschen Tasten. Was wollte ich sagen? Oh. Ich weiß gar nicht, ob ich gegen Skelette schon gut bin. Wartet mal, Leute. Oh, die sind aber stark. Ah, was kommt denn da für einer? Oh, Envato? Aber ich habe doch eine stumpfe Waffe. Mit der sollte ich doch Skelette eigentlich gut down bekommen. Oh Gott. Okay, Envato geht's noch gut. Aber hier ist natürlich einiges los. Okay, ich muss mal wieder mit Rolle arbeiten. Hau zu! Scheiße, keine Ausdauer, Freunde. Envato ist aber noch gut drauf. Er hat noch volle Gesundheit. Ich muss ja mal kurz durchgreifen. Okay, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Ich brauche Gesundheit. Envato ist immer noch gut drauf. Sorry, Leute, für das Chaos. Irgendwie habe ich alle Gegner gepult, die hier in der Höhle sind. Okay, das mit den Blocken klappt gut. Au. So, da ist noch ein dämliches Skelett. So, jetzt. Jetzt ist er dran, der Typ. Ey, das war echt gut. Die Skillpunkte auf Autorität zu geben. Guckt mal, wie stark der jetzt ist. Der Envato. Oh, jetzt habe ich gerade einen schweren Angriff gemacht. In dem Moment hat er nicht geblockt. Oh, so ein Mist wie, ey. Aber wir schlagen uns tapfer. Wir schlagen uns tapfer. Einmal nur sinnlos drauf wamsen. Jetzt haben wir ihn gleich, Leute. Oh, jetzt habe ich mal nicht auf die Ausdauer geachtet. Sondern auf die Zahl, auf seine Gesundheitszahlen. Ja! Was hat denn der hier? Machtfragment. Den bauen wir mal ab. Mal gucken. Hat nur Knochen, verdorbenes Fleisch. Nicht mal ein Dietrich und Schwefel. Okay. Das möchte ich nicht.
Die Knochen haben wir eigentlich auch erstmal genug. Ja, nicht zumüllen hier mit irgendwas. Okay, das war ein harter Kampf, Freunde. Aber hier geht's noch weiter. Ah, hier ist irgendwo so ein scheiß Bogenskelett. Gesundheit sieht nicht so gut aus. Alter, die bringen aber ordentlich XP, die Jungs. Oh, hier, Goldbarren und Silbermünze nehmen wir mit. Mensch, eigentlich wollten wir doch was völlig anderes machen. Das ist übelst krass, was du in Conan Exiles immer so alles findest. So, von wo? Von da sind wir gekommen. Dann geht's einmal hier durch. Ach du Scheiße. Okay, in Batu komm mal mit. Hier geht's auch noch lang, oder? Nee, was ist denn das hier? Ist das hier was? Sieht so aus, Leute, aber... Ich sehe hier nichts rumliegen. Keine Kiste und nix, ne? Scheint nichts zu sein. Das ist auch keine Tür. Wenn ihr da was wisst, Leute, schreibt es ruhig mal rein. Ihr wisst Bescheid. So, naja, dann gehen wir mal hier durch die Zauberkugel. Boy! Dass es immer gleich zu viele sein müssen, ist belastend. Haben die eigentlich Loot, die Typen? Ey, die haben ja auch irgendwas. Was ist denn das? Stahl. Okay. Wusste ich gar nicht, dass die... Oh, hier Glas. Ohne Kristall hat man ja gefunden. Alles gut. So, wartet mal. Ich vergebe mal noch diesen Punkt. Dann sind wir hier nämlich voll. So, gut ausgebildet. Deine aktiven Getreuen haben verbesserte Attribute, was auch cool ist. Aber ich möchte einfach einen Getreuen mehr mitnehmen. Dann können wir nämlich zwei gleichzeitig leveln. Und das macht Sinn kurz vor der Purge. Also wir sind ja noch lange nicht kurz vor der Purge. Aber die wird eben bald kommen. Und dann will ich mehrere tapfere... Ach du Scheiße, ey. Wie viel denn? Kommt denn hier, Alter? Habt ihr eine Macke? Ihr spinnt wohl, ja? Ihr spinnt wohl. Oder gibt es bestimmt Zuschauer, die sich... Baut doch dieses Mundsekret ab! Okay, ich mach's einmal kurz für euch. Baue ich Mundsekret ab. Nur weil ihr es seid. Kommt nur Chitin raus. Kommt gar kein Mundsekret raus. Vielleicht mit der Sichel? Nee, da kommen Spinnfäden raus. Ben Badu, du darfst mir ruhig helfen. Vielleicht mit der... Oh, Fleischer-Axt? Nö. Da kommt... Mit der normalen Axt vielleicht? Hallo? Achso, die kann ich ja nicht weglegen, wenn sie ausgerüstet ist. Was ist denn hier los? Nee, so nicht. Erstmal kaputt machen. Und dann versuchen. So. Normale Axt? Nö, da kommt auch noch. Ja, jetzt kam mal ein bisschen Wundsekret raus. So. Wollen wir wetten, dass der Ausgang... Oh, nee, nicht schon wieder... Dort ist, wo ich vorhin geguckt habe. Sieht nämlich fast so aus. Wie
Wie viel Gesundheit hat denn ein Badu jetzt eigentlich? Zeig mal. 2500 erst? Hm. Hast du überhaupt noch Futter? Ja. Oh, nur noch 9. Dann müssten wir eventuell mal irgendwo doch ein Tier schlagen, wo wir besseres Fleisch herkriegen. Und dann gegrillte Steaks machen unterwegs. Aber wir sind ja auch schon wieder bei einer halben Stunde. Wahnsinn. Aber ich will wenigstens mit euch noch dort ankommen. Ey, wie viele hier sind. Oh, wir haben es endlich geschafft. Raus hier. Oh, hier ist übelster Nebel. Ne, das täuscht. Eingang des Hängers. Wo kommen die denn jetzt noch her? Aus der Wand kommen die einfach. So eine Spinnenschweine. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo müssen wir hier lang? Wir müssen irgendwie da hoch. Wir gehen hier weiter. Komm, Enba, du lass dich jetzt mal nicht ablenken. Wir müssen mal so einen Ziegenbock irgendwo wegmachen, dass du ordentliches Fleisch kriegst. Sag mal, ey, die Spinne ist ja voll eklig. So, wartet. Auf die Map, genau. Einfach da. Oh, ey, was ist denn mit dieser Spinne nur los? Einfach weiter geradeaus. Wie lange verfolgen die einen denn? Sind die denn wahnsinnig? Oh, hier aus dem Bock. Ja, komm ran. Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt ist Schluss hier. Ihr müsst doch wohl spinnen, ey. So, wartet. Jetzt nicht Falsches machen. Fleischermesser. Wo haben wir das Fleischermesser? Hier. Ne, da kommt exquisites hier, schmackhaftes Fleisch. Gut, das nehmen wir mit. Bauen wir noch ein bisschen Holz ab. Das geht doch theoretisch auch mit der, oder? Für ein Lagerfeuer, ihr wisst schon. Naja, da kommt alles raus. Ein bisschen das hier. Und dann könnten wir doch theoretisch irgendwo ein Lagerfeuer hinbauen. Und in Batu schnell ein paar Fleisch durchbraten. Weil wenn der nicht versorgt ist, dann ist doof. Hier sind Hyänen. Aber wir sind gleich da, Leute. Was ist denn jetzt das? Schön mit der Faust zusammengeschlagen. Du bist eine Stufe aufgestiegen. Kann es sein, dass irgendwas mit meinem Balken nicht in Ordnung ist? Ich habe das Gefühl, dass mein XP-Balken sich gar nicht mehr bewegt, aber ich die ganze Zeit hier eine Stufe. Hier, guckt mal. Was ist denn da los? Ich bin doch gerade eine Stufe aufgestiegen, oder? Oder irgendwas? Ich habe das Gefühl, der XP-Balken steht schon die ganze Zeit so. Ach du Scheiße. Hier ist auch noch irgendeine Höhle, anscheinend. Gegen Steinnase. Aber stumpfe Waffen sollten doch gut sein. Alter, das ist geflogen, wa? Oh ne, hier ist wieder eine Höhle, Freunde. So, ich gehe nur ein Stück rein, dass der die markiert. Ne, das ist nur ein Durchgang, oder? Das ist gar keine Höhle. Ne, doch, mein XP-Balken geht. Oder? Ja, doch, der hat sich ein bisschen bewegt. Ich dachte, der steht die ganze Zeit. Aber wieso hat dann jetzt so eine Hyäne so viel gebracht? Verstehe ich nicht. Wir müssen wahrscheinlich hier hinten raus und dann rechts, ne? Bin maximal verwirrt. Aber doch, das sieht gut aus. Ah. Aber ist das schon der Hügel? Ne, wir müssen noch viel, viel weiter. Oh, jetzt sind wir wahrscheinlich im Dschungel, ne? Wenn es regnet. Können wir auch gleich mal irgendwas trinken. Am besten Mund aufhalten und nach oben gucken. Leute, ich will wenigstens noch einmal kurz mit euch dort ankommen. Sorry, dass es wieder so lange wird. Oh, oh, das war dumm. Das war richtig dumm.
Keine Ahnung. Ja, ja, die Ausdauer. So, was haben wir denn hier? Kämpfer. Oh, da ist ein Tiger. Wie viel hast du noch? Nur noch 7. Okay, wir müssen bald Feuer für ihn machen. Aber wartet mal. Ja doch, wir sind schon richtig hier. Ey, das ist, was ist denn das für ein Tiger? Das ist doch ein Boss-Tiger, oder? Oh, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ich will doch einmal nur mit euch da ankommen. Der sieht doch nicht normal aus, oder? Ja, war ja klar. Der hat 20.000 XP. Danach müssen wir wirklich erstmal Feuer machen für Enbatu. Und wieder Ausdauer weg. Ich glaube, Enbatu heilt nicht mehr. Das könnte eine fiese Nummer werden. Also er heilt jetzt gerade nur noch durch meinen Skill. Ich glaube, der hat wirklich kein Essen mehr. Ah cool, Enbatu macht aber Blutung bei denen mit seinem Speer. Scheiße, die Ausdauer. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Au, okay, der hat gesessen. Scheiße, keine Ausdauer. Enbatu, halte durch. Oh, das wird echt eine harte, enge Nummer. Oh, 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 oh. Au, au, au. Okay, er hat nur noch 900 Gesundheit, Enbatu. Bitte stirb uns jetzt nicht. Scheiße, ich habe keine Ausdauer. Ich hau jetzt nur noch rein, irgendwie. Das wird eng. Nein! 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 Was für ein Scheiß! Oh! Oh nee, Leute! Das kann doch nicht so sein! Oh Mann! Echt traurig. Echt traurig. So sollte es nicht enden, Freunde. So sollte es wirklich nicht enden. Oh, weil ich dann zu viel wollte und wieder nicht auf die Ausdauer geachtet habe. Und dann habe ich einen Schlag reingekriegt und habe im falschen Moment heilen müssen. Und das war der Tod. Wir hätten nur noch einmal zuschlagen müssen und dann war aber die Ausdauer weg. Das war wirklich richtig dumm. Sorry, Leute.
Ich besorge uns einen neuen Envatu. Ich verspreche es euch. Scheiße, da war ja auch schon gut gelevelt, ne? Der war jetzt bestimmt schon fast Level 20. Oh nee, oh nee, oh nee. Aber nichtsdestotrotz, wir haben dazugelernt. Immer schön mit Fleischfüttern. Der hat sich ja auch nicht heilen können, weil er kein Fleisch mehr drin hatte. Das war echt blöd, dass wir jetzt diesen Tiger-Boss angegriffen haben. Also ich. Tut mir leid, Leute. Ich mach's wieder gut. Aber dann ist diese Folge heute zu Ende erstmal. Guckt mal, die sind auch schon alle in Trauer. Es tut mir leid, Freunde. Ich besorge euch einen neuen Envatu. Aber den dann wieder zu leveln, wird ja auch so eine Sache. Weil jetzt wird es langsam eng. Also es ist noch eine Weile bis zur Purge, aber es wird eng. Aber gut, ich kann ja jetzt zwei gleichzeitig mitnehmen. Ach Mann, das ärgert mich. Aber naja, können wir jetzt nicht ändern, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und vielleicht kommen wir ja dann mal zu dieser Rüstung. Wir schauen, vielleicht bauen wir auch einfach mal, um wieder runterzukommen. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao.